Willkommen, liebe Zuschauer, natürlich alle Modellbahnfreunde zum nächsten Livestream hier auf Xtreme24. Wir schieben die Verspätung immer noch ein bisschen vor uns her, es ist aber nicht mehr ganz so doll. Also wir hoffen dann beim nächsten Livestream nachher bei Brava dann wieder im Plan zu liegen. Wir haben immer noch etwas technischen Problemen hier in der Halle zu kämpfen. Es ist nicht ganz einfach, also sehen Sie uns bitte nach. Aber ich denke, wir zeigen Ihnen und bereiten Ihnen heute Sachen auf, die Sie sonst nicht so schnell zu bekommen sehen. An meiner Seite steht nämlich Bernd Lenz. Und damit ist ja auch schon klar, wo wir sind, bei Lenz. Und der Bernd hat uns sicherlich ganz viele tolle Neuheiten mitgebracht. Wir versuchen es immer wieder, jedes Jahr aufs Neue. Wir haben eine Lok schon auf dem Präsentationsteller stehen. Und das ist die Baureihe 55. Ja, kein Vorlaufrad. Das ist die 55, jawohl. So. Eine sehr beliebte Lokomotive eigentlich, in sehr großen Stückzahlen von den Preußen gebaut worden. Kam dann ein bisschen aus ihrer Zeit, weil sie war sehr schwer, nicht für Nebenbahn tauglich und auch sehr langsam. Und dann entschloss man sich, weil man so viele gebaut hatte in den 20er Jahren, sie ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen passender für die Bedürfnisse der Zeit zu machen. Und da wurde dann daraus eine 56-2. Und die 56-2 wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen. Bitte. Die 56-2 wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, sie wird ins Bild gefahren. So. Und die 56-2 ist an der Vorlaufachse zum Beispiel zu erkennen. Das ist das markanteste Zeichen. Durch die zusätzliche Achse wurde die Gesamtachslast verringert. Sie war also von diesem Zeitpunkt an auch auf Nebenstrecken einsetzbar. Gleichzeitig hatte sie eine bessere Führung im Gleis und konnte damit ihre Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde erhöhen, konnte vor Personenzügen eingesetzt werden. Alles, was das Vorbild verändert hat bei der 55, um aus der 55 eine 56-2 zu machen, hat auch unser Modell. Die Originallok hat man, wie das so schön in der Fachsprache heißt, vorgeschuht. Also ist auch unsere etwas länger, Kessel ist etwas nach vorne geschoben. Bestimmte Bereiche, wie jetzt zum Beispiel Vorwärmer, sind vorbildlich an der richtigen Stelle. Und es ist eigentlich eine komplett andere, neue Lokomotive. Man sieht aber anhand den Lokomotiven, die wir gerade vorgestellt haben, dass sie noch nicht ganz fertig sind. Sie sind erstaunlich weit. Man hat mich selbst ein bisschen überrascht, als unsere Mitarbeiter aus China zurückkamen. Das ist ja kein Geheimnis, dass die Sachen in China gebaut werden. Ursprünglich waren nur ein paar Formteile vorgesehen, aber die haben sich mal wirklich angestrengt. Und das, was wir hier sehen, ist der sogenannte erste Schuss, was aus den Formen herauskommt. Und da ist die Vorarbeit auch von der Konstruktion, die wir ja hier in Deutschland machen, so gut gelungen, dass das bereits fahrtüchtige Modelle sind. Ja, fällt einem nur noch ein bisschen die Beschriftung und so weiter. Aber es ist erstaunlich, wie du schon sagtest, was man da also auch schon auf die Beine stellen kann. Ja, das hat natürlich zur Grundbedingung, was man leicht ein bisschen übersieht. Man kann nicht einfach nur sagen, man geht nach China und lässt dort was produzieren. Das funktioniert nicht. Die Firma arbeitet jetzt schon von Beginn an für uns, kennt die Erwartungshaltungen, die wir haben und wo sie Wert drauf legen müssen, was alles wirklich stimmig sein muss. Und das Ganze hat, wenn man Qualität haben will, auch in China seinen Preis. Das übersieht man. Man setzt China immer gleich mit billig, ja. Ist aber nicht der Fall. Wenn man etwas Gutes haben will, muss man auch ein gutes Geld dafür bezahlen. Ja, das denke ich auch so. Und dann gibt es ja diesen Spruch, wenn man billig kauft, kauft man immer zweimal. Ja,
Es gibt sogar welche, die haben daraus noch nichts gelernt, selbst wenn es dreimal gekauft hat. Das ist allerdings richtig. Ja, nun hast du uns ja noch eine Lok mitgebracht, die P8 mit Wandhänder. Ja. So, und dann müssen wir uns jetzt laut Regieanweisung mal auseinander dividieren. Du musst ein bisschen nach rechts und ich ein bisschen nach links, damit das auch zu sehen ist. Damit das frei wird. So, damit das frei wird. Ja. Das ist ja auf deiner Vorführanlage, deswegen müssen wir das jetzt so machen. Ja, also die P8, die ist fertig und die sollte sogar Ende Februar jetzt ausgeliefert werden. Ich kriege ein klein bisschen Bauchschmerzen, weil es kommt ja immer etwas dazwischen. Und im Augenblick ist es das Reiseverbot in China, was uns Ärger machen könnte, weil die Leute sind ja alle in Urlaub nach Hause gefahren, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern. Und da dürfen tatsächlich einige jetzt nicht zurück an ihren Arbeitsplatz. Ne? Müssen mal schauen, wie das ausgeht. Aber wie gesagt, das ist die nächste, die geliefert wird. Die erste Serie kommt mit Wannentender. Dann folgen natürlich noch welche mit normalen Kastentender, eine DR-Version und so weiter. Es soll auch eine DRG-Version geben, eine Epoche 4, also mit 038er Nummer. Aber die kommen dann peu à peu. Interessanterweise ist die P8 mit Wannentender die am häufigsten vorbestellt worden war. Kannst du ja auch nicht erklären. Ich kenne sie eigentlich hauptsächlich mit dem Kastentender. Und da fand ich sie eigentlich auch ein bisschen schöner, denn das erinnert mich mal an die 52. Ja, ja, es ist was dran. Nicht? Aber es zeigt im Grunde genommen, dass der Wannentender von seiner Konstruktion her, wenn er auch kriegsbedingt gebaut wurde, dem Kastentender mit seinen Nieten überlegen war. Diese Wanne, die ist nicht so schnell durchgerostet als diese Nieten da, Konstruktionen. Nicht? Und deswegen wurden dann die verrosteten Tender gegen den Wannentender ausgetauscht. Das ist natürlich auch eine Erklärung, kann man so erklären. Und an dieser Lok hängt natürlich was Wunderbares dran. Diese Mitteleinstiegswagen, das ist ja auch neu im Programm. Die Mitteleinstiegswagen an sich sind nicht neu, die hatten wir schon einmal. Aber das ist ja wiederum das Schöne bei der Spur 0, sie wächst auch immer noch. Also nicht im Maßstab, sondern im Umsatz. Und wir legen die 4Y, wie sie eigentlich heißen, die 4YG, wieder neu auf. Und dann haben wir noch ein kleines Gimmick reingebaut, weil diese Umbauwagen wurden ja schon mit Neonlichtern ausgestattet. Und das haben wir dann jetzt nachgemacht, wie man sieht. Nicht? Der kommt noch zum Schluss. Das sieht jetzt so aus, wie das auch beim Vorbild ausgesehen hat, wenn das Licht eingeschaltet wird. Und man muss dazu sagen, wenn man jetzt 2, 3 oder 4 Wagen hat, die werden alle unterschiedlich sich einschalten und flackern. Ne? Also es ist nicht jedes Mal dasselbe. Also nicht, dass du jetzt Licht anmachst und alle flackern gleichmäßig, so, sondern alle unterschiedlich. Alle unterschiedlich, ja. Vielleicht ist der Wagen auch deswegen so besonders beliebt, weil die Generation, die heute vielleicht schon älter ist, in der Jugend mit diesen Wagen gefahren Wahnsinn. Ist. Ja. Ja, es gibt zwei Gründe. Erstens mal, ich meine, es wird sehr viel darüber gesprochen, manchmal gelästert, dass der Schwerpunkt unserer Modellpolitik in der Epoche 3 liegt. Das würde ja keine jungen Leute mehr ansprechen und so weiter. Stimmt nicht. Wenn ich die Kinder beobachte, wenn da ein ICE und eine Dampflok steht, dann stehen sie um die Dampflok herum oder möchten am liebsten mitfahren. Der ICE ist doch nackt und bloß und glatt und hat ja nichts zu bieten. Und wie er funktioniert, sieht man auch nicht. Das ist also sicherlich nicht das Argument. Sonst gäbe es ja auch keine Anhänger der Epoche 2. Die hat ja von denen, die heute Epoche 2 bauen, auch keiner mehr erlebt. Also die Entscheidung für überwiegende Epoche 3 ist einfach nur eine kaufmännische und eine umsatzmäßige, nicht umsatzbedingte Entscheidung.
hat nichts mit Vorlieben meinerseits zu tun, wobei ganz nebenher, ich mag die auch mehr als den... Weil wir damit groß geworden sind, eigentlich, glaube ich. Wir kennen das alles noch. Aber vielleicht ist das Interesse der Jugend an so einer Dampflok deswegen da, weil es scheint, die kommt vom anderen Stern. Also. Ja, aber sie hat auch immer noch den Touch, wie man heute so schön sagen würde, dass man das Gefühl bekommt, man weiß, warum die sich bewegt. Man sieht das. Man kriegt ein Gefühl, die Hitze, die da, der Geruch, der von ihr ausgeht, gibt auch ein Gefühl von Kraft und nicht? Also man sieht bei der Dampflok, dass sie lebt. So einfach ist das. Und lebt bei, ist ein schönes, Wort dazu. Und bei diesen Y-Wagen, denke ich mal, hat man immer noch den Geruch in der Nase, wenn man eingestiegen ist zwischen Bohnenwachs, Kunstleder und Butterbrote. In der Richtung haben die ja, glaube ich, immer gerochen. Ja, kann man so sagen. So, wir fahren jetzt bitte mal den Zug raus, denn wir haben ja noch etwas anzubieten. Wir halten mal drauf. Die P8 dampft und fährt raus aus dem Bild und es eröffnet sich ebenfalls noch ein Highlight. Dieser, wie sagt man, ja, Autokran ist falsch, sondern ein Eisenbahnkran, eine Selbstfahrlafette, ne? Ja, das ist der sogenannte Wielenkran, WHY. Das ist der Hersteller dieses Krans. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt hingehe. Ich glaube, wir haben den gerade nicht im Bild. Ich komme auf deine Seite, ist ja alles live. Dann kann mal die Kamera weg. Bitte draufgehen. Nee. Ja, es jetzt ist eine Abstimmungsfrage. Die Kameraleute müssen jetzt ein bisschen... Jetzt sehen. Nee, wir haben ihn noch. Jetzt kommt er ins Bild rein. So. Ja. Also, der Kran hat ja das Funktionen. Das ist ein sogenannter 15-Tonnen-Kran. Eben hebt er gerade, jetzt dreht er. Er hat genau und exakt all die Funktionen, die das Vorbild auch hat. Er dreht sich, er hat ein Gegengewicht hinten, was auch bei unserem Modell nach hinten gefahren werden kann. Und er kann den Ausleger heben und senken. Das Heben wird über die Rollen gemacht, die oben anschlagen und sich dann weiter bewegen. Und das macht er jetzt gerade. Und genauso kann man ihn auch wieder runterlassen. Wenn wir ihn noch ein Stückchen weiter drehen, sehen wir auch das Gewicht. Ja, jetzt kommt er nach unten. Der Ausleger hat 3 Rastpositionen. Er ist also wirklich getreu dem Vorbild gebaut. Das sind natürlich dann auch etliche Motoren und extreme Getriebe eingebaut. Denn es ist klar, die Bewegungen dürfen ja nicht allzu schnell sein. Ganz in den Anfängen war dieser Kran, man hat ihn übrigens vorwiegend für den Gleisbau eingesetzt, war der Kran mit reinem Handbetrieb. Später hat man ihn auch motorisiert. Und er ist klein und für entsprechend kleine Anlagen auch passend. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen, dadurch, dass er alle Funktionen hat. Jetzt schieben wir noch mal das Gewicht. Nein. Ja, man kann ihn auch mit dem Handregler etwas schneller drehen. Noch ein kleines Stückchen drehen. So, und jetzt das Gewicht verfahren. Das geht. Jetzt schiebt man raus, glaube ich. Nee, das ist jetzt wieder der Ausleger. Das müsste die Adresse 2 sein mit dem Gewicht. Sie sehen, Zuschauer, ist alles live hier. Also wir führen das auch live vor. Müssen wir mal gucken. Ist gut. Jetzt das Gewicht hinten. Da tut sich jetzt erst einmal nichts, aber das gehört zu der Live-Vorführung, fürchte ich. Oder nehme ich mal stark. Das ist der typische Vorführeffekt. Das ist aber noch ganz sportlich jetzt. Also, Jedenfalls
Ist der Kran jetzt konstruktiv? Wir haben ihn ja früher schon mal angekündigt. Ist der Kran jetzt konstruktiv fertig und wird jetzt im Anschluss? Da, jetzt haben wir. Jetzt wollen wir die Position wieder gewechselt haben. Aber man sieht es ein ganz klein bisschen hinten da, dass er da jetzt auch das. Hinten ausgefahren. Man kann es noch ein Stückchen weiterfahren. Ne? Dann sieht man es noch deutlicher. Also es gehen alle Funktionen, wie das Vorbild sie auch hat. Das ist doch schon mal eine tolle Ingenieurleistung, würde ich sagen, um das Ganze auch so beweglich zu machen. Ja, das ist nicht ohne all diese Funktionen dann in diesen kleine Kabine da, Kabine ist ja falsches Wort, in diesen kleinen Block reinzubauen. Und er ist nicht selbstfahrend, aber ich glaube, man kann sich stundenlang damit beschäftigen. Das glaube ich gern, lieber Bernd. Dann hast du ja, wir hatten ja auch im vergangenen Jahr schon diese Drehscheibe oder sagt man eigentlich Drehscheibe dazu? Du hast eigentlich ein anderes Wort kreiert, wir weiterentwickelt. Wir haben Drehgleis gesagt. Damit nicht gleich ein, wie sagt man heute, Shitstorm losgeht. Shitstorm. Ja, oh, das ist ja keine Drehscheibe, hat ja keine Grube oder so. Wenn einer will, kann er sich das zumindest passend zurecht machen. Wichtig war uns, dass dieses Teil auch auf dem Teppichboden einsatzfähig ist. Die Höhe dieses Drehgleises entspricht exakt der Gleishöhe. Die Geometrie entspricht exakt unserer Gleisgeometrie. Man kann also wunderbar auch als Endweichenersatz in einem Kopfbahnhof einsetzen, spart man riesige Längen und kriegt ganz wunderbar so ein, zwei Überholgleise dazu. Also Und das Schöne an der, sie ist auch super herrlich zu bedienen. Sie hat 30 oder 31 Abgänge und die kann man per Handregler nicht nur mit unserem, auch mit anderen Systemen über eine Weichenadresse. Da nimmt man eine 100er Zahl, das ist das Einfachste, und sagt man, also hier bei dem Modell haben wir 900 genommen. 901 ist die erste Ausfahrt, 902 ist die zweite und so weiter bis 930 oder 31. Und dann haben wir noch eine Richtungstaste letztendlich, eine Plus-Minus-Taste. Und dann dreht sie Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Und dann kann man eine Lok drehen und wohin fahren und alles. Und ich denke, sie wird auch bei all dieser Funktionalität noch einen vertretbaren Preis haben. Den haben wir ja auch schon angekündigt, mit unter 500. Ja. Also der Größenordnung eigentlich ganz ordentlich. Sportlicher Preis. Ein sehr sportlicher Preis. Es gibt zwar immer wieder Leute, die sich auch über die Preise beschweren, aber die haben es noch nie selber machen müssen. Ich glaube, da steckt auch viel Schmalz, Gehirnschmalz drin, das auch zu entwickeln, denke ich mal. Ne? Oftmals auch der Formenbau, der dahinter ist. Wir haben das erlebt. Unsere Gleise kommen ja jetzt alle von der Firma Peco in England. Und da haben wir eine Bogenweiche. Und da haben uns die Vorlaufkosten für diese Bogenweiche, die lagen im Bereich von 80.000 Euro. Die Bogenweiche kostet, ich glaube, 190 oder so viel und ist trotzdem noch gesponsert. Da müssen wir 10 Jahre lang jedes Jahr 500 Stück verkaufen, damit wir überhaupt das Geld wieder zurückkriegen. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die das nicht sehen. Und es ist auch so, bei einer Lokomotive, da achtet man auf jede Niete. Wehe, wenn was nicht stimmt. Bei Wagen sind die Leute schon großzügiger, da kennen sie sich bei weitem nicht so gut aus. Und bei Gleisen, da wird alles genommen, wo Räder drauf passen. Wahrscheinlich ist es so. Gibt es noch was Neues zum Handregler, zu den neuen, zu sagen? Ja. Habe ich jetzt das richtige Stichwort geliefert? Das Stichwort war in Ordnung. Wir können jetzt auch Funk. Toll, wir beide auch. Ja, am Handregler selbst, an seiner Funktion, am Aussehen hat sich gar nichts geändert. Wir haben ein Funkteil dazu gebaut und
Ja, müsste auch die nächsten Wochen verfügbar sein. Es geht an Bluetooth-Übertragung oder wie läuft das? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Eine WLAN-Übertragung. Nein, ist kein WLAN, ist Bluetooth. Ist Bluetooth. Ja, ist ja auch die einfachste Verbindung. Die durften sich ja gegenseitig kennen, die Teile, wenn das dann eingeloggt wird. Ne? Also WLAN bedingt dann auch wieder einen Router und all solche Einrichtungen. Kommt auch nicht jeder mit zurecht. Mit dem Handregler klemmt er einen winzig kleinen Empfänger an das Expressnet und dann ist die ganze Sache schon betriebsbereit. Er muss nicht zusätzlich installiert werden und so. Das, also einfach perfekt wie immer, was man von Lenz Elektronik gewohnt ist. Ich sag's mal so. Ist in Ordnung, ich akzeptiere es auch so. Nein, Bernd, du bist doch eigentlich immer der Vater und auch der Denker, Vordenker von dieser Geschichte gewesen. Und du hast das ja auch die Elektronik ja generell auch in die Modellbahn gebracht. So war es doch mal. Ne? Ja, kann man sagen, ja. Wobei die Entwicklung eigentlich ein bisschen anders gelaufen ist, als ich sie mir gewünscht habe. Die Elektronik sollte für die Modelleisenbahn ein Hilfsmittel sein, was das Modell dem Vorbild etwas näher bringt in Sachen Fahreigenschaften, Kontrolle und so weiter. Leider muss ich beobachten, wir haben das nicht so mitgemacht. Das hat sich auch durchaus bewährt, aber leider muss man ein bisschen beobachten, dass sich in vielen Bereichen die Elektronik verselbstständigt hat. Man fragt sich, ist es eigentlich noch eine Elektronik für die Modellbahn oder ist es eine Modellbahn für die Elektronik geworden? Die Frage lassen wir mal unsere Modellbahner beantworten. Die sollen sie mal lieber selber beantworten, ja. Lieber Bernd, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich danke dir wie verrückt, aber wir haben noch was. Wir könnten jetzt Schluss machen, wir werden es auch machen, aber wir machen das mit einem weinenden, einem lachenden Auge, denn du hast eigentlich ja auch noch was der Modellbahnwelt mitzuteilen. Teilweise ist es schon in den Foren veröffentlicht worden. Bernd begibt sich jetzt auf eine Weltreise. Nein. Nein, das mag ich gar nicht mehr. Ich meine, ich bin in meinen, jetzt sage ich schon mal, aktiven Zeiten schon einigermaßen in der Welt herumgekommen. Mal in die USA, mal nach China. Ne? Also das hat mir eigentlich gereicht. Das brauche ich heute nicht mehr. Aber auf was du anspielst, ist die Tatsache, dass wir letzte Woche die Firma verkauft haben. Also zumindest habe ich unter die Kaufverträge die notarielle Unterschrift geleistet. Ich bleibe aber der Firma erhalten. Man kann ja Beraterverträge machen und so weiter. Und es ehrt mich auch, dass man auf mein Wissen, meine Erfahrung und all die Dinge nicht verzichten will. Und von daher ist das für mich ein sehr schöner, angenehmer Übergang. Es ist nichts schlagartig, nichts Abruptes. Man kann sich so ganz leicht aus der Sache verabschieden, je nachdem, wie es Gesundheit, körperlicher Zustand und so weiter erlaubt. Und man kann, wir können auch den Modellbahnfreunden draußen sagen, es ändert sich nichts. Lenz bleibt Lenz. Ja, die Firma bleibt in ihrer Konstruktion, in ihrer Außendarstellung. Der Herr Rapp bleibt weiterhin Geschäftsführer. Und wenn es sein muss, greife ich ihm auch gerne unter die Arme. Muss er aber selber sagen. Nicht? Und auch in der Beziehung zum Handel. Und es ist für einen Außenstehenden ändert sich an der Firma gar nichts. Es ändern sich die Eigentumsverhältnisse. Also Sie haben es gehört, die Modellbahnfreunde, es ändern sich lediglich die Eigentumsverhältnisse. Und Bernd bezeichne ich jetzt mal, ich will nicht sagen, er ist der Steve Jobs der Lenz Elektronik. Gut, das Beispiel ist schön, gefällt mir. Nur mit den Umsätzen, da können wir nicht so ganz mithalten. Obwohl, wir haben auch letztes Jahr, ich glaube, so 20-30% Umsatzzuwachs gehabt. Das können auch also nicht man spielt wieder mehr. Ja, ich glaube, die Modellbahn insgesamt ist in einem Aufwärtstrend zurzeit. Mit dem gesamten Umfeld. Nee, auch das, ja, die,
die Einstellung der Menschen. Früher war das immer der Modellbahner, auch das war so ein skurriler Typ, der saß im Keller und ja. Und, nein, jetzt tut sich da was ganz anderes auf. Das Vorbild, die DB, hilft auch ein bisschen. Die ist ja jetzt der Umweltretter. Ja. Machen wir auch mit. Nicht? Unsere Lokomotiven haben eine außerordentlich geringe Stromaufnahme. Also da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man eine Spur-Null-Anlage betreibt. Nicht? Okay. Liebe Zuschauer, das war's. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, für die Lenz-Neuheiten. Wir haben auch teilweise was live vorgeführt, was nicht ganz so, aber es ist halt live. Und wir bedanken uns bei dir, Bernd, als langjähriger Gesprächspartner hier auf der Messe. Und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich mit Peter Rapp hier stehen. Ja, selbst wenn ich hier bin, werde ich dem Peter den Vortritt lassen. Okay, du hast der Modellbahn viel gegeben, vor allen Dingen der Spurweite, wo du unterwegs warst. Du hast viel geleistet und ich denke auch im Namen aller Zuschauer zu sprechen, das war spitze. Wollen wir jetzt hoppen? Nee, das machen wir jetzt nicht. Okay, in dem Sinne, vielen Dank. Tschüss.